Das ist eine Unverschämtheit. Bruder. Was? Was? Nicht mal Tanzverbot würde diesen Burger essen. Ich bin hier. Mit dem soliden finanziellen Fundament gründete Klein seine Firma Gigacorp und schloss die Forschung an einer tödlichen Waffe ab, die die Welt in eine Katastrophe stürzte. Entwickle deine eigene Siedlung, Sozialisierung und Bündnisbeitritt. Kampf gegen den Feind im PvP und im PvE-Modus. Auf dem Forscherpfad kämpfst du gegen Zombies. Des Weiteren gibt es in dem Spiel versteckte Geheimnisse. Gottverdammt nochmal, dieses Game hat einfach alles, was man gerade in der Quarantäne braucht. Spielt das Spiel einfach, ladet euch runter. Nutzt auf jeden Fall gerne meinen Erstellercode Final Hope, um ein Starterpaket im Wert von 300 Euro einzulösen. Wenn du State of Survival Now über meinen Link herunterlädst, gibt's auch noch ein Werbegeschenk für dich. Ich werde nämlich 50 Euro Amazon-Gutscheine verteilen. Nice! Hey, ich will immer die ganze Zeit Psch machen, aber irgendwie will ich mir das abgewöhnen, weil das absolut affig klingt. Leute, was geht? Willkommen zu diesem wunderbaren Video und ich habe schon wieder fälschlicherweise mein Headset auf. Mein Chat würde jetzt das HyperX-Emote spammen. Ich ziehe es einfach ab, weil wir hier auf YouTube sind und nicht auf Twitch. Gott sei Dank. Wir schauen uns heute wieder gemeinsam Leute an, die zu blöd sind, den einfachsten Job der Welt zu erledigen, meine Freunde. Siri, abbrechen, Abbruch, Abbruch, abbrechen, Stopp. Auf der anderen Seite ist das wirklich echt unfair, dass sich jemand wie ich mir das herausnehme. Jemand, der weder studiert hat, noch irgendeinen akademischen Abschluss hat, noch selber großartig mal im normalen Job gearbeitet, abseits von seiner Ausbildung. Ich bin auf jeden Fall die richtige Person, um bewerten zu können, ob jemand so dumm ist, seinen Job zu machen. Auf jeden Fall. Nicht. Leute, wir haben hier wieder 26 Bilder von Leuten, die absolut reingeschissen haben bei den einfachsten Aufgaben der Welt. Ich würde sagen, vielen, vielen Dank an Tobi an der Stelle, der das Ganze hier rausgesucht hat. Kuss auf dein Auge. Wir steigen direkt ein mit Nummer 1, meine Freunde. Wir sehen hier tatsächlich Ask my boyfriend to bake croissants for our dinner. Digga, die habe ich heute Morgen sogar selber gemacht, Bro. Das ist wirklich, also sorry, sorry, da kann ich jetzt schon callen. Dafür bin sogar ich intelligent genug, Digga. Diese Croissants werden gerollt. Bruder, du hast literally die f***ing Croissants einfach dahingelegt und erwartest quasi, dass diese Dinger zu einem Croissant werden. Digga, was ist das? Da steht sogar, das ist logisch, dass man die rollt. Wie kann man so dumm sein, Alter. Ich hab keine Ahnung, ey. Alles klar. How to use the block website without a VPN. Here are 12 useful methods. Use a VPN. Also, er hat ja gefragt, wie man das ohne VPN machen kann. Ist ja auch egal. Clock has hung on our wall for 20 years. Needless to say, it gets confusing sometimes. Oh, Digga, warum? 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 Wie ist denn... Das ist ja safe beabsichtigt. Das muss ja safe beabsichtigt sein. Also ich meine, eine Uhr sieht ja immer gleich aus und im Regelfall weiß ja auch jeder, wie so eine Uhr aussieht. Außer Trimax. Ich meine, ja, er trägt eine Uhr für 60.000 Euro am Handgelenk, aber er weiß sie nicht zu lesen, weil es keine digitale Uhr ist. Aber normalerweise weiß man das ja. Also ich muss von diesem komischen Pierce Hardy, Alter, wahrscheinlich irgendwie verwandt mit Felix Hardy, das würde einiges erklären. Das muss gewollt sein. Kann ich mir nicht anders vorstellen. Ansonsten wirklich RIP an der Stelle an diese Firma. Ja, wir haben hier einen HDMI-Stecker, der versucht, falsch rum in einen HDMI-Stecker eingesteckt zu werden. Echt schöne Animation, Bro. Tolles Foto, was du da gefotoshoppt hast. Nur leider wird das so nicht funktionieren. Ich meine, man kann ja doch, also ich zoome jetzt hier nochmal ein bisschen ran, man kann ja doch relativ gut erkennen, Leute, dass hier eigentlich tatsächlich eine Verwechslung vorliegt. Ich meine, wir kennen das Problem alle, aber das funktioniert so nicht, Bro. Das funktioniert so. Ein HDMI-Stecker, es ist anders. Wieso, Leute? Ja, ja. Junge, warum? Warum? Warum fehlt da oben dieser rote Sitz und der ist jetzt hier unten? Warum ist da kein weißer? Digga, das ist doch einfach nur bewusst gemacht worden. Da ist doch bewusst wieder jemand hingegangen, hat gesagt, so. Und jetzt f***en wir mal die ordnungsliebenden Leute in dieser Schulaula hier. Alle, die ein inneres Harmoniebedürfnis haben, die möchten das alles geordnet und vielleicht ein kleines bisschen OCDs haben, die werden jetzt von mir Hausmeister A. hier getriggert, Digga. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es hat funktioniert. Wenn ich an dieser Schule wäre und ich hätte diesen Menschen gefunden oder diesen Hausmeister, ich würde jeden Tag als Schulsprecher zur Wahl mich aufstellen lassen, nur damit ich es schaffe, dass dieser Stuhl ausgetauscht wird, Digga. Warum? Was ist... Das ist einfach nur böse. Have you ever been in an accident that resulted in your death? Yes or no? Also ich bin selber tatsächlich noch nie gestorben. Also klicke ich jetzt jemanden Nein an? Wenn ich jetzt Ja angeklickt habe, dann... Also ich meine, in wie vielen Fällen klickt eine Person Ja wieder an, weil also meistens ist es ja dann doch so, dass die Person dann entweder reanimiert worden ist oder wirklich also wenn jemand gestorben ist, ist der in 99% der Fälle eigentlich tot, es sei denn, er wurde für welchen Test ist dieses Feld? Welcher Test verlangt dieses... Ich versteh's nicht. Bro.
Wir leben in einer Gesellschaft. Digga, wisst ihr? Klar, es gibt große Probleme auf der Welt. Aber trotzdem gibt es auch Dinge wie das hier. Erstmal steht das Haus komplett schief. Ich meine, man sieht, dass literally das ganze Haus schief ist. Und dann ist also entweder... Was war zuerst da? Die Treppe oder das Haus? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist... Also, wie kann man... Wie kann das passieren, dass die Treppe... Also, ich meine, das ist ja... Wenn jemand nach Plan arbeitet, dann... Also entweder ist die... Das ist ja die Treppe. Die Treppe muss ja zu spät angeliefert worden. Oder falsch angeliefert. Ich kann es mir nicht erklären. Oder die Tür wurde falsch angeliefert. Ich weiß nicht. Hier steht auch, Haus ist zu kommen. Wie passiert das immer wieder, dass Treppen nicht an der Tür sind, wo sie hingehören? Entschuldigt mich bitte. Ich bin ein bisschen leicht sauer. The job is well done. No, it really isn't. Also, nee, dein Job ist nicht gut gemacht, weil auf dem Glückskeks sollte eigentlich was anderes draufstehen und nicht, du hast deinen Job gut gemacht. Ich bin sprachlos. Ich ignoriere das einfach. Oh, Digga, wir lieben alle Cornetto-Eis, oder? Wir lieben alle Cornetto-Eis, Leute. Ich habe Tränen in den Augen, weil das letzte noch so eine Erinnerung nachhalt. Wir lieben alle Cornetto-Eis. Damn, leck. Moment mal. Wo ist die Eiswaffel? Wo ist die gottverdammte Eiswaffel, Bro. Wer geht denn hin und packt das ohne Eiswaffel ein? Und jetzt sieht man auch mal, Leute, wie wenig Eis da eigentlich drin ist. Guck mal, dieses ganze Stück hier ist komplett Luft. Und dann ist da unten so ein kleines bisschen Schoko drin, Digga. Das ist eine Unverschämtheit. Das ist ein Skandal, der hier aufgedeckt worden ist. Und wie erwartet Cornetto bitte, dass man das isst? Ich meine, die ganzen Hände sind ja dann... Das ist ja... Das... Ich... Bruder... Das erinnert mich irgendwie, also ich habe mal so ein Video gesehen und dann kam noch irgendwer dazu und es war eigentlich nicht mehr genug Platz für den, wenn ihr versteht. Egal, reden wir nicht. Genau das ist hier passiert. Eine Wurst ist zu viel. Ja, du störst das Gesamtgefühl. Perfekt. Salz und Pfeffer, ja, sehr schön. Hier haben wir Salz, das Schwarze und hier weißen Pfeffer. Wir lieben es, oder? Wir lieben es. Nee. Bruder. Wenn ich damit schaukel, sterbe ich. Dann falle ich nach links und nach rechts um. Das ist straight up retarded, Bro. Das ist straight up retarded. Welcher Schreiner sagt so, Chef, das ist hier mein Meisterstück, bitteschön. Und der Chef nur so, Bruder, also an sich handwerklich echt gut, aber da sind so ein, zwei Logikfehler drin. Vielleicht nochmal drüber arbeiten? Nee, gut, perfekt. Das ist keine Gabel. Das ist ein Löffel. Auch hier wieder an der Stelle kann das nur mit einer Intention gewesen sein, das mit Absicht gemacht zu haben. Alles andere würde mich wirklich, wirklich stark verstören. Ich werde traurig, wenn ich sowas sehe. Wisst ihr, ich habe so ein Ordnungsgefühl in meinem Kopf und ich denke die ganze Zeit, hey, eigentlich ist doch alles irgendwie so ein bisschen geordnet und funktioniert und dieses komplette Chaos um uns rum hört irgendwann einfach auf und wir können alles in richtige und geordnete Bahnen bringen. Aber dann sehe ich sowas, einen übergroßen Löffel, auf dem Gabel steht und ich frage mich einfach nur... Warum? Warum eigentlich noch weiter existieren? Free Shipping, $15. Ja, wir leben das Gratis-Shipment von $15, meine Freunde. Überhaupt, warum sollte ich eigentlich für Free Shipping bezahlen? Das ist genauso wie, Free Shipping heißt nicht, dass es was kostet, weil Free Shipping heißt, es ist umsonst. Also, literally, es ist umsonst, wenn du etwas kaufst. Also, Free Shipping, das, ich muss nicht erklären. Ihr alle könnt einen Grundsatz an Englisch. Das funktioniert so nicht. Was? Also wir haben hier ein Big Mac. Bann den direkt für 2 Wochen, Digga. Und dann ist hier die Oberseite. Und soweit gut. Da kommt direkt die Unterseite. Und dann ist aber alles, was dazwischen sein sollte, unter der Unterseite. Also in wie, McDonald's? Stellt ihr euch vor, dass ich das esse? Und wer, vor allen Dingen, wer bestellt so? Oder wer will das so essen? Nicht mal Tanzverbot würde diesen Burger essen. Ah, Dishwasher Safe Straws. Die sind umweltfreundlich und... Oh, die sind in Plastik verpackt. Nee, ist gut. Umweltfreundliche Hartplastik-Strohhalme in Plastik, die man immer wieder waschen kann und mehrfach benutzen kann, weil, klar, Strohhalme sind saudumm und die braucht man eigentlich nicht. Und wenn man sie braucht, dann sollte man sie vielleicht aus Edelstahl... Warum dann in Plastik verpacken? Also das ist genauso, wie wenn ich mir eine Bambuszahnbürste kaufe und die ist aber in Tonnen Erdöl einfach eingeschweißt und mittendrin, keine Ahnung, auf der Rückseite wird eine Robbe von irgendeinem Typen mit einem Baseballschläger. Ich bin wieder zu sehr in meinem Kopf, tut mir leid. The numbers on the clock is glowing, numbers but no glowing hands. Also wir haben hier auf jeden Fall die Uhr, soweit ganz schön, ne? Von 1 bis 12 ganz gut. Nur die Zeiger leuchten nicht im Dunkeln. Wie soll ich die Uhrzeit erkennen, wenn die Zeiger nicht im Dunkeln leuchten? Und warum leuchten dann überhaupt die Zahlen, wenn die Zeiger nicht leuchten? Nee, ist ein cooles System. 10 von 10 würde ich mir kaufen, finde ich gut. Digga, this has to be on purpose. Ja,
Es muss mit Absicht gemacht worden sein. Das ist, ich sage dazu nichts mehr. Ich sage dazu jetzt absolut nichts mehr. Ich bin hier. Bankers, at third floor, hit yourself. You will 3 months from now. Dankeschön. Auf der dritten Etage wirst du dich immer weiter schlagen. 3 Monate lang. Von heute an. Thank us, hit, you will hit yourself. Warum steht da, schlag dich selber? In dieses Gym würde ich nicht reingehen, Digga. Das klingt wirklich einfach 1:1 wie ein Motivationsspruch, den Karl S. irgendwie raushauen würde. Danke dir! In der dritten Etage musst du dich selbst schlagen. Wirst du dich 3 Monate vom nun an auf der Zugspitze jetzt. Genauso klingt's, Alter. Komplett verwirrt. Der Magic Cube, er ist ein Ball. Digga. Der Magic Cube, der magische Würfel, ist ein Ball. Ja, das ist super magisch, dass dieser... Leute, ich beende das Video jetzt hier, mir reicht's. Danke für Sponsoren von diesem Video. Nein.